Also der Sarander ist ein Übertopf, der die Pflanzen im Winter vor Kälte und Frost schützt. Uns ist es darum gegangen, dass sehr viele Leute sagen, okay, was mache ich im Winter? Die Schlepperei, die Pflanzen von der Dachterrasse, vom Balkon, vom Garten hineinschleppen, immer Winterquartier. Und wir haben dann gesagt, okay, der Sarander muss her quasi und haben dann dieses Ding entwickelt. Das ist jetzt einmal gedacht für den Winter, wir haben ja vorher schon geplaudert, es gibt aber auch für den Sommer. Warum brauche ich im Sommer sowas? Im Sommer ist es so, dass in unseren Breitengraden die Sommer immer heißer werden. Man beachtet das noch nicht, aber es wird Thema für die Zukunft. Wenn unsere Temperaturen bei 37, 38 Grad sind und stundenlang die Sonne bei Mittagshitze auf diesen Blumentopf brennt, wird die Erde innen wirklich, wirklich heiß. Und die dünnen Wurzelenden, die am Rand anliegen, die am Blumentopf anliegen, werden lasch. Mhm. Jetzt komme ich dann am Abend oder in der Früh und gieße diese 60, 70 Grad heiße Erde. Dadurch werden die Wurzeln beleidigt und die Pflanzen können nicht so blühen, wie sie gerne möchten. Das heißt, man verschafft den Blumenstock zumindest fast einen Herzinfarkt, nicht? Weil das ist so ein Stock für die Blumen. So ist es. Weil die Außentemperatur im Sommer bei diesen Töpfen hat in etwa nachgemessen an die 70, 80 Grad. Das erhitzt sie, der Kunststoff, das erhitzt sie total. Und dann hat es drinnen auch 70 Grad. Mit dem Sarander hat es heraus sehr wohl 70, 80 Grad, aber innen nur 30, 35. Das heißt, die Erde ist viel, viel blumenfreundlicher, sagen wir mal so. Absolut. Jetzt Sarander, das heißt, das ist ein, wir haben gesagt, vorher schon angesprochen gehabt, ein Modulsystem. Genau. Das heißt, was versteht man unter Modulsystem? Also es ist so, dass Sie einmal grundsätzlich einmal, wenn Sie sich für den Sarander entscheiden, dann sagen Sie, okay, ich mag jetzt den Sarander, den stelle ich hin, schauen wir mal über den Winter, der hält mir 5, 6, 7 Grad minus aus, ich habe kein Problem so. Dann plötzlich kommt in den Medien, es wird minus 20 Grad haben, 2 Wochen lang. Dann können Sie jederzeit die Sarander-Heizung dazu bestellen. Mhm. Kommt 2, 3 Tage Lieferzeit, Sie kriegen die Heizung dazu, stecken die, das ist also ein System, das man außen anbringt, steckt es dazu, schließt an, fertig. Dann sagen Sie im Frühling, ich hätte es irgendwie, schaut es nett aus, wenn ich brauche eine Gartenbeleuchtung, ich hätte gern irgendwie einen Leuchtkörper im Garten oder am Pool oder auf der Terrasse. Dann kann man das System austauschen, man hebt die Verschlusskappen, setzt andere Verschlusskappen ein mit Beleuchtung und der Sarander wird nach unten beleuchtet und auch nach oben. Ja, auch die Pflanze oben, also ergibt dann so einen Kegel, schaut wunderschön aus, ist wirklich eine sehr schöne Geschichte für den Sommer. Wurscht, ob auf Terrassen, im Garten, auf Balkonen, am Pool, überall dort, wo man halt gern. Kann also ich mir vorstellen. Immer wieder dann ergänzen, man muss nicht immer das komplette System kaufen. Und was noch sehr wichtig ist, der Sarander ist ja erweiterbar. Es gibt 3 Grundgrößen. Wenn Sie aber sagen, okay, ich habe jetzt einen größeren Topf, dann kaufen Sie diese Einzelteile einzeln dazu. Jetzt, wie darf ich mir das vorstellen? Das heißt, ich habe jetzt einmal diesen normalen Blumentopf, der für manche wirklich fürchterlich ausschaut, weil er meistens aus Kunststoff ist. Genau. Da sparen wir aber einen Übertopf. Der kostet mir ja auch Geld. Genau. Aber wenn jetzt der Baum zum Wachsen anfängt, ich brauche einen größeren Topf, muss ich wieder einen Übertopf kaufen. Genau. Das fällt da weg. Das fällt da weg, weil Sie kaufen sich ein Modul dazu und die Sache und der Übertopf ist fertig. Es gibt ihn so gerade, wie er hier steht, es gibt ihn auch konisch, das können Sie dann unterschiedlich anbringen. Es geht ja darum, dass Sie ein Produkt haben, das länger hält, das umweltfreundlich ist, das die Pflanzen schützt, das erweiterbar ist. Man muss nicht immer gleich alles wegschmeißen. Ne? Wenn der Topf klar ist, na, dann kaufe ich mir ein Modul dazu und habe ihn größer. Oder 2 Module oder wie auch immer. Gut, jetzt hab ich mich entschieden, ich nehme dieses System. Das heißt, das erste ist unten eine Art Isolierschicht, also eine Platte. Es bekommen auch was dazu. Es kommt unten einmal eine Isolierplatte, die hauptsächlich für den Winter gedacht ist, um den Umfang vor Frost zu schützen. Kann man aber das ganze Jahr natürlich lassen. Dann ist im Lieferumfang beinhaltet also eine Luftpolsterfolie mit großen Noppen. Die wird dann rundherum angebracht und dann kommt einfach nur der Sarander rundherum aufgestellt, fertig. Man kann dann natürlich, wenn es jetzt wirklich extrem kalt wird, kann man oben Rindenmulch oder wir haben Ceramist oben, immer das ein bisschen abdecken. Ja, aber das kommt dann individuell darauf an, welche Pflanze man schützt. Ein Zitronenbaum, der nicht winterfest ist, na, den muss man natürlich oben dann auch ein bisschen schützen und ein winterfester Zitronenbaum, den brauche ich nicht schützen.
Das heißt, es hängt natürlich ab, ob ich jetzt im oben zudecken muss, aber das weiß man ja eh, ob die Pflanze winterhart ist. Genau. Das heißt, aber von unten her sind sie auf jeden Fall geschützte Pflanzen. Von unten her sind sie geschützt. Und wenn es wirklich notwendig ist, oben ein Hutterl drauf oder so. Aber das ist wirklich, wenn es wirklich Minusgrade hat. Viel Minusgrade. Ja, jetzt wollte ich aber nur eins wissen, wie kommt man überhaupt auf die Idee, sowas zu basteln, zu fabrizieren, sich zu überlegen und dann in die Produktion zu gehen? Naja, wie immer aus einem Problem heraus. Ich kaufe gerne ein, ich liebe Pflanzen, komme dann mit diesen Dingern nach Hause und mein Mann sagt dann, und was mache ich jetzt mit dem schwarzen Topf? So ging es mal los. Und dann hat er sich überlegt, den schwarzen Topf, wie kann man das machen, dass der schwarze Topf bleibt und dass aber das trotzdem ein wunderschönes Designprodukt wird. So ist das einmal entstanden, von der Idee her. Dann kam dazu, dass im Frühling und im Herbst immer dieses Schleppen. Die Oleander von der Dachterrasse runter und wir haben alles versucht. Also wir haben mit Stroh und mit Jute und mit Ding, also es ist alles irgendwie nicht so wirklich toll gewesen. Also musste auch was her, was im Winter bis mindestens 5, 6 Grad draußen den Pflanzen gut tut und sie schützt. Mhm. Und so hat sich das dann ergeben. Mein Mann hat gesagt, so, jetzt brauche ich nicht mehr schleppen, alles bleibt oben, alles bleibt vor Ort. Sommer, Winter, die Pflanze ist Sommer und Winter gut geschützt und kann blühen und gedeihen. Egal, wo sie steht und egal, wie groß sie ist, es ist alles machbar. Und, ja, und man spart sich den Übertopf. Kostet ja jedes Mal was, ne? Die Übertöpfe sind gar nicht so günstig. Man erspart sich den Übertopf, man kann das dann immer wieder erweitern, vergrößern, egal. Braucht nur Einzelteile oder wenn irgendwas kaputt ist, braucht man den ganzen Übertopf wegschmeißen. Man kriegt ein Teil dazu und wir haben ja vorher schon geplaudert. Ihr seid schon auf der Messe gestanden und da habe ich gehört, es sind fast nur Männer gekommen. An was kann das liegen? Ich dachte, es liegt an mir natürlich. Okay, nein, es war nicht so. Wir haben da auf der Messe rausgestellt und ein Plakat gehabt mit nie mehr schleppen. Und das war ein Männerthema. Nie mehr schleppen. Jeder Mann hat sich identifiziert mit Pflanzenschleppen. Und mein Mann sagt, was ist jetzt da los, dass nur Männer am Stand? Also der einzige Stand, wo sehr, sehr viele Männer waren. Und dann sind wir drauf gekommen, es geht eigentlich ums Niemerschleppen. Die Männer wollen einfach niemerschleppen. Ja, kann man ja irgendwo verstehen. Aber ich finde auch, das ist eine gewaltige, gute Sache. Erstens einmal, man kann es nützen zum Isolieren, sowohl auf Kälte wie auch gegen Hitze. Genau. Man kann ihn wunderbar beleuchten, hat damit einmal einen super Effekt in den Sommermonaten. Genau. Also, und dieser wunderschönes Designstück ist Österreich, das ist mir auch ganz, ganz wichtig, es ist ein österreichisches Produkt. Es ist ein österreichisches Produkt, wir arbeiten mit österreichischen Firmen zusammen, wir produzieren das da, es ist recycelbar, es ist nachhaltig, was uns auch immer wieder ein Thema ist. Ja, weil die meisten Töpfe oder die meisten dieser Dinge kommen schon eher China. Ja. China. Und es war uns halt wichtig, dass das halt irgendwie, dass wir das da erzeugen. Wenn ich jetzt so etwas brauche, weil in meinem Garten möchte ich meine Pflanze immer gar nichts mehr schleppen, wo wende ich mich dann hin? An mich? Okay. Nein, wir sind im Moment, wir haben einen Online-Shop. Mhm. Unsere Homepage heißt www.übertopf.at. Dort finden Sie die kompletten Beschreibungen, dort finden Sie die Produkte alle. Und ja, bitte gerne über einen Online-Shop. Wenn Sie Fragen haben, können Sie jederzeit auch gerne anrufen oder ein E-Mail schicken. Wir beantworten alles sehr gerne. Und ja, ich hoffe, Sie besuchen unsere Homepage. Ja, und Sie? Unbedingt. Unbedingt? Unbedingt. Abgesehen davon, erstens, wir will nicht mehr schleppen und zweitens, es ist ganz wichtig, es ist ein österreichisches Produkt und das ist ganz wichtig.